Und weiter geht's mit Let's Play Age of Mythology. Genauer mit der Wikinger-Kampagne, noch genauer mit Mission 24, der dritten Mission der Wikinger. Nicht aus dieser Gegend. Unsere Helden treffen Skuld, dessen Volstagbanner die Wikinger-Clans vereinen kann, wenn es gelingt, ihn sicher durch das Land der Riesen zu geleiten. Die Mission. Das ist auch eine der Missionen, die sich ziemlich ins Gedächtnis eingebrannt hat, weil die auch wieder so irgendwie was Besonderes ist. Ich würde sagen, schauen wir einfach rein. Kommt, kommt nur, wärmt euch am Feuer des alten Skuld. Habt ihr einen einäugigen Riesen gesehen, alter Mann? Wenn ihr nach Riesen sucht, die haben wir hier reichlich. Ragnarök ist nah. Als die Nordmänner anfingen, sich zu bekämpfen, kamen die Riesen aus den Bergen herunter und machten mit. Vielleicht können wir einige der Nordmänner davon überzeugen, lieber uns zu helfen, anstatt sich zu bekämpfen. Na, sie würden Fremde töten, sobald sie sie zu Gesicht kriegen. Ich habe das Banner meines Dorfes bei mir. Wenn ihr es vor euch hertragt, hören sie lange genug auf zu kämpfen, um euch anzuhören. Aber überzeugen werdet ihr sie nicht. Wir sollten es versuchen. In der Schlucht zwischen uns und den Clans gibt es eine Menge Riesen. Aber wenn ihr versprecht, mich zu beschützen, werde ich euch begleiten. Fragt sich noch irgendjemand außer mir, wo verdammt nochmal die Hopliten auf einmal herkommen und wo die jetzt ihre ganze Panzerung gelassen haben, die war noch eben noch schwer. Mittlerer Hoplit. Die Riesen greifen an! Ihr seht aus wie leichter. Wo seid ihr Mittel? Skuld und sein lustiger Kult. So, spannen wir die Hopliten mal ein bisschen auf. Schließlich haben wir ja Helden, die die Front halten. Amandra verkrümelt sich erstmal da hinten. War erstmal noch beim Friseur und hat die Maniküre noch fertig machen lassen. Jetzt ist man da endlich mal angekommen. Die hat doch einen Sprung, die Alte. Ja, das habe ich gut rausgefunden, nicht wahr? Hallo, Skuld. Und hier haben wir den Vollstack-Bannerträger. Aber ich würde gerne erstmal wieder... Alter, hört doch mal auf mit euren Kackriesen. Komm, mach mal weg. Jetzt reicht's aber langsam. Die Hopliten kümmern sich mal um den Tempel. Chiron, du guckst mal in die Richtung. Vielleicht ist hier sogar mal was. Nein. Sag mal, jetzt hör doch mal auf. Der mit dem Banner hinterher. Stirbst du endlich mal bitte. So, dankeschön. So, ist hier noch irgendwas? Oder war das nur für die Zwischensequenz, das Gebiet? Kai. Ron. Hi, noch mehr von euch. Zumindest über Frostriesen bin ich ein bisschen dankbarer als über diese Feuerriesen, weil die gehen ja wirklich ab wie sonst was. Und jetzt soll ich es zurücknehmen, ja? Verstehe ich das richtig? So. Ich wünschte, wir hätten irgendwas zum Heilen da. Na gut, wir könnten eine heilende Quelle beschwören. Ist das allzu klug, jetzt schon zu machen? Ach, wir müssen ihn... okay. Okay, vergesst, was ich gesagt habe, von wegen, das ist eine besondere Mission. Denn das ist noch die Vormission. Erst in der nächsten wird's lustig, wenn wir auch das Banner wirklich einsetzen. Jetzt müssen wir es erstmal nur beschützen. Aha. Heilende Quelle. Halt alles. Bis auf die schwarzen Zahlen. In der Buchhaltung. Quelle schreibt jetzt endlich wieder schwarze Zahlen. Es ist das Geld für die rote Tinte ausgegangen. Ich muss gerade überlegen, wie man es nochmal richtig in der Reihenfolge erzählt hat.
Bette los. Jau, jau. So, nächster Tempel. Da kommt bestimmt gleich wieder ein Riese raus. Wir haben schon einen Hopliten verloren, wenn ich das richtig sehe. Ich mag ihn. Ich mag den Tempel. Voll heldenhaft in den Tempel eingerissen. Seid ihr jetzt stolz auf euch? Ja. So. Hätten wir. Welche Richtung zuerst? Rechts oder links? Ja gut, jetzt gehen wir sowieso schon rechts lang. Und wir finden eine ganze Menge Schweine. Was bringt uns das? Haha. Okay. Helden rüber. Ja, was mache ich jetzt mit den ganzen Schweinen? Können wir vielleicht auch eine Basis bauen? Ich kann mich an diese Mission relativ wenig erinnern, aber ich glaube, das war so eine reine Escort-Mission. Ich meine, die Karte ist sowieso nicht allzu groß. Da haben wir nicht so viele Möglichkeiten. Alter Falter, riesen. Kräftiges Karamell, kräftige Schokolade. Amandra, du bist ziemlich schwach auf der Brust. Also was die Lebenspunkte angeht, auf jeden Fall. Weiter kann ich nicht beurteilen, es tut mir leid. Dann muss ich noch eine Nahuntersuchung machen. So, Hopliten, mach mal bitte den Tempel kaputt. Hauptsache, es kommen jetzt keine Riesen mehr raus, in dem Augenblick, wo ich den Tempel angreife. Sieht aber gut aus. Ich hoffe, meine Erkunderei lohnt sich. Ajax kann aber ein bisschen tanken, der hat noch volle Lebenspunkte hier. Eieiei, Mann, da springt wieder hier durch die Gegend. Stellt euch jetzt, stellt euch einfach mal die E.T.-Szene vor. Wie so der Mond scheint und davon kommt so Amandra von der Seite durchgeflogen. Ach, eine Ziege. Das heißt, der IS war auch schon da, oder was? Das werden jetzt langsam ein bisschen viele Riesen. Bin ich so der Meinung. Es sind nur drei, das geht noch. Er läuft sogar noch sehr gut. Sagen wir die Stück für Stück vorhin. Das schaut schon fast von einem Rollenspiel gerade. Wir haben Tanks, wir haben hinten DDs, wir müssen trotzdem ein paar Heiler haben. So. Noch. Bringt das was hier das? Ich sehe schon kommen. Auf der linken Seite hätten wir eine Basis bekommen. Und da heißt es, bitte macht auf der rechten Seite her. Mit dieser Basis die Riesen kaputt. Dann herzlichen Dank. Na komm, die sind jetzt sowieso gerade gepult. Okay, jetzt wo Amandra weg ist, könnte es sein, dass die Hopliten angreifen. Dachte ich mir. Kommt, geht mal ein Stück zurück. Oh, ihr könnt dann gleich weiter. Die Akku hält auch. Kann sein, dass wir... Ach, ich wollte schon sagen, kann sein, dass wir echt schon einen Hopliten wieder verloren haben, aber der ist nur eingefroren. Was mache ich mit den Schweinen? Kairon hat wenigstens tolle Feuerpfeile. Die hätten hier jederzeit angegriffen werden können, aber die Gegner sind zumindest zu höflich und zu warten. Wenn er so ganz alleine schreit, hört sich das schon fast ein bisschen einsam an. Ja, wo sind denn alle?
Ja. Raus, raus. In Wedge. Lege. Gerne, ihre Fan. Weiter geht's. Jau, jau. Ja gut, wir könnten tatsächlich ja... wenn wir irgendwo eine Siedlung finden, wir könnten natürlich aufbauen. Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen eklig langsam. Obwohl, die halten noch ein bisschen aus hier. Skipan. Raus. Prozesse. Prozesse. Los. Etimos. Ne. Etimos. Lege. Dürfte noch gehen, ja. Amandra, steh dann gleich mal wieder auf, bitte. Etimos. Orthos. Hauptsache, die Ziege kommt mit. Bunny. Ein Held ist gefallen. In Lege. Voliro. Ja, ich weiß noch nicht mal, wie es da vorne weitergehen würde. Ich kann mich an die Mission wirklich sehr wenig erinnern, muss ich sagen. Karon, erkundet mir mal wieder ein bisschen was. Dir erkunde ich was, Freundchen. In Wedge. Nächster Tempel entdeckt. Kalos. Gerek. Los, Amandra, spring! Alter Falter, das wird jetzt ein bisschen viele. Oh, das ist ein bisschen arg unangenehm. Okay, einer fällt schon mal um. Na, es sind immer noch viel zu viele übrig hier. Alter Ziege, was machst denn du hier? Die hauen auf meinen Banner drücken. Gut, der hält noch ein bisschen was aus. Wir können ja später immer noch heilen. Okay, es tut gerade ein bisschen arg weh. Okay, jetzt wird es langsam ein bisschen doof. Also ich bin nicht zu stark auf. Ach, Amandra, lass doch den Scheiß. Noch einer weggetreten. Ja, er ist weggetreten. Es tut mir leid. Es tut mir leid, aber ihr Ehemann ist weggetreten. So ist es. Genau so ist es. Bringt mir das wirklich irgendwas, jetzt hier die Tempel zu zerstören? Ist die Frage. Wir haben jetzt die ganzen Angriffsrouten vom Gegner kaputt gemacht. Also die könnten mich jetzt von überall hier angreifen können die ganze Zeit. Hätte ich nicht alles auf einmal gepult, wäre das alles viel schonender gegangen. Jetzt habe ich so viele Verluste gemacht, die unnötig waren. Was muss denn hier sein? Lege, lege, Prostagma, is voli. In wedge, in wedge, in wedge. At you. In so. Wedge. Skip, something. Ja. Ich würde sagen, die rechte Seite ist geklärt. Bringt uns das jetzt was? Das ist eine sehr gute Frage. Am Ende läuft es wirklich drauf hinaus. Wir kriegen jetzt hier eine Basis und dann wird so gesagt, ja, auf der rechten Seite sind übrigens ganz viele Tempel, die müssen wir noch zerstören. Hüten Sie sich vor Riesen, zerstören Sie alle Riesentempel, auf die Sie treffen. Frostriesen können selbst mächtige Einheiten vorübergehend einfrieren lassen. Der Träger des Vollstagbanners kann dank seiner großen Sichtweite weit vorausgehen. Er ist nützlich, um Feinde zu entdecken, bevor sie sie sehen können. Das ist schön zu wissen, durchaus. Der regeneriert sich sogar. Die FPS gehen gerade ein bisschen runter. Warum? Ist ein gutes Frag. Wir sind Mission 23, glaube ich.
Meine ich zu glauben, Tuten. Hallo, Karibu. Karibu macht Kinder froh. Genau, froh. So, wir heilen uns mal kurz. Der Typ mit dem Banner kann ja ein bisschen voraus. Hat er wirklich so eine hohe Sichtweite? Ja, leck mich am Arsch. Das ist echt mal Sichtweite. Schön, dass ich das jetzt auch weiß. Da ist so ein Kacktempel. Wo geht's da? Die Riesen haben uns den wilden Felsbrocken. Nee. Was sollen wir tun? Nee. Das gibt's doch nicht. Nur mit Belagerungswaffen können wir ein Loch in diesen Wall reißen. Baut unsere Verteidigung auf, baut Belagerungswaffen, um diesen Wall niederzureißen. Das gibt es doch nicht. Ernsthaft jetzt? Ich hätte nur ein bisschen weiter nach oben gemusst. Boah, ey. Was ein Scheiß. Ich meine, gut, klar, wir haben jetzt nicht sehr viel eingebüßt, aber wir hätten in der gesamten Zeit, in der wir jetzt nach rechts gegangen sind, hätten wir eigentlich schon mal die Basis aufbauen können zeitgleich. Gut, andererseits, vielleicht ist es ja wie bei Spellforce, wenn man den Runenfelsen, wenn man so ein Monument aktiviert, erst dann spawnen die Gegner. Vielleicht ist es auch hier so, dass die Gegner erst aus den Tempeln raus spawnen, richtig aktiv und stark, also stärker als wir es hier schon gesehen haben, wirklich um auch anzugreifen. Vielleicht machen die es erst ab dem Zeitpunkt, ab dem wir auch wirklich hier dann den das Dorfzentrum gebaut haben, beziehungsweise dieses Event hier getriggert haben. Könnte gut sein. Skipan? Die Schweine sind jetzt schon gut gefüttert, oder? Ja, da kriegt man's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Schweine mit 4.500 Nahrung haben wir schon mal. Das ist schön. Das ist nice. Oh, da haben wir sogar noch eine Ziege. Kann auch drauf. Ich glaube, da kriegt man einiges zusammen. Zusammen. Wir kämpfen wieder gegen Riesen. Das heißt, mit der Heldeneinheit ohne Ende, oder? Der Einsame kann das wieder. Er kann das, hat die Arztrechnung geöffnet. Von seinen ganz vielen Ableben. Oder jetzt der Beitrag für seine Krankenversicherung. So, holen wir noch ein paar Sammler raus, dann wird mal ordentlich hier geschweint. Wird mal ordentlich Schweinerei betrieben hier im Dorfzentrum. Ich glaube, wir sind jetzt fertig hier. Auch schön. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie weit es jetzt nach links geht. Aber ganz ehrlich, der hält lange aus. Ich weiß nicht, ob die Riesen hier was kaputt machen, aber ich fühle mich jetzt ziemlich sicher. Hat doch seinen Vorteil, dass wir vorher alles gemacht haben, so schön. Schlechte Idee. Ich will Felder außenrum bauen irgendwann. Irgendwann. Heimdall verstärkt Wälle und Türme und senkt die Kosten für Türme. Loki erhöht die Sichtweite von Infanterieeinheiten. Moment mal, wir sind... Was? Was? Wir haben als Gott Loki... Ist Loki nicht unser Feind? Arbeitet Loki nicht mit Gargarensis zusammen? Leute? Ich meine, es ist cool, es ist Abwechslung. Wir haben einen anderen Hauptgott. Auch wenn wir einen Blitz haben, aber... Warum? Warum genau haben wir jetzt so von der reinen Story, so vom reinen Plot her gesehen, jetzt den Gott, den wir eigentlich als Feind haben? Ist okay. Ich glaube, bei Loki war es doch so. Ja, ich glaube, bei Loki war das so. Moment, darauf komme ich gleich. Ah, stimmt, wir haben auch die Einherrier jetzt. Heimdall füttert ihre Einherrier aus dem Eidrimir-Kessel und erhöht ihren Lebenspunkt und Angriffsstärke. Aber ich glaube, es war bei Loki so, dass wenn Hersen Feinde töten, dass dann mythische Einheiten daraus entstehen können. Habe ich mal so gelesen in den Kommentaren. Ich war mal so frei. So, die Frostriesen sind nicht so bedrohlich. Die können Helden nicht einfrieren. Das heißt, wir machen zuerst die Bergriesen, weil die mehr Schaden machen. Riese fällt. Ein Held ist gefallen. Toller Mann, hast du mal wieder klasse gemacht. So, ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal. Obwohl, die Sammler machen wir noch. Ja, Skipper, ihr wählt.
Können wir nämlich ein paar Holz fällen lassen? Und dann hole ich mir Zwerge. Leute. Oh, wo kommen jetzt die ganzen Riesen eigentlich her? Kairon, geh mal weg. Oh, meine Helden stehen wieder auf. Das ist natürlich praktisch. Ihr solltet aber in jedem Fall nicht gleich wieder umfallen, wenn ihr schon mal steht. Kommt mal zurück. Waffenkammer. Überraschung. So, geht wunderbar. Da kann das Schrei noch dazu. Wir haben gerade noch über die Lebensversicherung gesprochen, oder? Beziehungsweise Krankenversicherung. Ich glaube, es ist beides ist astronomisch hoch bei diesen Helden. Obwohl, zahlt die Lebensversicherung eigentlich bei solchen Toten? Ja, komm, die Jungen, die können einfach kämpfen, die können wir eh nicht verbessern. Also vielleicht mit Upgrades von der Waffenkamera, aber das zählt ja nicht so richtig. Was? Krake? Ach, die Kraken waren... Ich dachte, die Kraken waren hier bei den Griechen, das konnte man mit Poseidon machen. Okay. So, machen wir mal so 4-5 Zwerge und dann machen wir das Upgrade. Ja, Gold erforderlich. Klasse. Schmiede voll mitten in den Weg gepflanzt. Ein Langhaus können wir auch mal machen. Tilbuin? Oh, alle Ressourcen schon wieder doof. Alle Ressourcen doof und bin unglücklich. Wir könnten natürlich... naja, komm, wegen dem... Aber das Jagen könnten wir mal beschleunigen, weil wir haben zumindest ein paar... zwei Elche gefunden. Ich glaube, wir lassen es doch lieber. Das war jetzt doch nicht so viel, dass es sich lohnt. Beziehungsweise, Entschuldigung, zwei Karibus. Seeeinheiten bringen uns jetzt hier nicht viel. Können wir wieder ein paar Häuser machen? So, 500 Gold, was? Hersen. Könnte ich dann später gebrauchen. Vor allem, ich müsste es wirklich austesten. Also, wenn die jetzt wirklich bei Loki jetzt mythische Einheiten produzieren, wenn sie Gegner töten, dann könnte so ein Hersenspam hier echt nützlich werden. Sehr nützlich, sehr praktisch. So. Bragi, der mit den Kampfebern. Oder Njörd. Gott des Meeres und der Stürme, also so der nordische Poseidon. Seine Weiterentwicklung verbessern Schiffe und Bergfestungen. Lange Schlange. Tolles Upgrade, gefällt mir. Njörd entwickelt die Angriffsstärke und Resistenz von Drachenboden gegenüber Belagerungsschiffen weiter. Ringgeber. Njörd schenkt den Jarl die Ringkunde und erhöht ihre Lebenspunkte. Oh, die Jarle werden besser. Zorn der Tiefe. Njörd entwickelt Kraken zu tödlichen Grabenkraken mit mehr Lebenspunkten weiter. Bergriesen. Eine massive Einheit, die kleinere zermalmt und Gebäude mit ihrer Keule angreift. Ich glaube, die Bergriesen kann man, glaube ich, nur mit Loki machen, oder? Also jetzt mit Thor, den wir vorher hatten, der hat ja ganz andere Götter. Krake. Die kennen wir auf jeden Fall. Und der lebende Wald. In der Nähe eines Waldes zielen, damit die Bäume Gegner in der Nähe angreifen. Kann man eigentlich den Waldbrand gegen den lebenden Wald einsetzen? Das hätte ich letztes Mal ausprobieren sollen eigentlich. Komm, wir nehmen mal Njörd schon alleine einfach nur... zwei Gründe. Zum einen, wir werden wohl, denke ich mal, nicht so oft mit Loki spielen. Was bedeutet, wir kriegen ihn jetzt nur dieses eine Mal. Und dazu kommt dann jetzt eben noch... Jarle werden verbessert.
Und was hilft gegen so viele Riesen? Genau. Ich würde aber auch sehr, sehr gerne mal die dann ausprobieren.